Nicht nur das Gratis-Eis lockte zahlreich Politikinteressierte ins Café-Restaurant Pan, sondern auch die Möglichkeit, mit Bezirksvorsteher-Stellvertreter Thomas Steinhardt ungezwungen zu plaudern. Das Ziel der Veranstaltung war klar, die Herausforderungen, Anliegen, Wünsche und Ziele für Simmering mit der Bevölkerung persönlich diskutieren zu können. Es gibt sicher hier einige Themen, zum Beispiel der Öffis, der 71er, der 11er und auch die Buslinie, die leider der Bevölkerung hier in der Dreherstraße weggenommen worden ist vor einigen Jahren. Geduldig hörte sich Steinhardt die Anliegen der Bevölkerung an und wird wie auch in der Vergangenheit versuchen, Lösungen zu finden. Wir haben Lösungen angeboten die letzte Zeit. Wir haben sowohl eine Lösung für die Straßenbahn angeboten, genauso haben wir eine Lösung gemeinsam mit der Stadträtin für die Buslinie eingebracht, die was der Bezirksvorsteher leider weggenommen hat. Wenn Sie in Simmering was ändern könnten, was würden Sie ändern? Zu schnell gefragt, ich wüsste es jetzt nicht. Wisst ihr es was? Die obere Etage passt uns nicht. Vorsteher, nicht? Der kommt da einer, der gibt nicht die Hand, so wie der Tom. Oder was. Der geht vorbei wie ein Muli. Und warum hat man sich gerade das Café-Restaurant Pan als Location ausgesucht? Ganz einfach, weil hier das Eis schmeckt sehr gut, hausgemacht. Wir haben eine tolle Gastgeberin schon. Sie lächelt immer und das versüßt uns auch unseren Tag sozusagen. Wir machen das Eis selber und wir haben das über 30 Sorten eigentlich. Gibt es auch Milcheis oder diese Fluchteis, ist alle vegan, gibt keine Eier und Milchprodukte drin. Also ein richtig gesundes Eis. Ja, genau. Den Besuchern schmeckte das Eis in allen Variationen. Im Vordergrund stand aber immer noch die Diskussion mit dem Bezirksvorsteher-Stellvertreter. Mich bewegen vor allem die Kinder und die Jugendlichen in dem Bezirk und ich finde, dass das der Herr Steinhardt, der Thomas, sehr gut vertritt. Ich glaube, es fehlt dann gar nichts, aber ich glaube, man kann trotzdem immer wieder was ausbauen. Also gerade für Kinder und Jugendliche, glaube ich, gibt es nie genug. Auch die junge Generation Simmering nahm an dem Event teil. Ich freue mich natürlich sehr, dass der Bezirksvorsteher-Stellvertreter Thomas Steinhardt uns auf eine Reise eingeladen hat. Da ist auch ein Generationsaustausch zwischen Jung und Alt vorhanden und ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Sehr wichtig für meine Generation ist natürlich ein Nachtclub. Den gibt es leider in Simmering nicht wirklich. Die ganzen jungen Leute müssen natürlich am Wochenende in die Innenstadt fahren und das finde ich recht schade. Deswegen muss man dieses Angebot ausbauen im Bezirk. Am Ende gab es noch eine Überraschung für Thomas Steinhardt. Der Bezirksvorsteher-Stellvertreter hatte an diesem Tag nämlich Geburtstag und bekam von der jungen Generation eine kleine Aufmerksamkeit. So gab es an diesem Abend nicht nur gratis Eis, sondern auch eine leckere Torte zu genießen.